Fertig? Ja. Was war das? Warte mal, ich glaube, es hängt irgendwo oder so. Ich hab gerade den Heißluftballon drauf. So, ich krieg jetzt mal den Druckdrücker. Eine große Strecke, meinst du die unten dann unter Mast durch? Oder? Nee, also quasi unseren Weg hier bis zur Kreuzung, dann kreuzen wir den Weg runter. Da wird aber teilweise ziemlich eng mit den Bäumen und so. Die ziehe ich jetzt mal ganz langsam. So, jetzt probiere ich das nochmal. Dann erstmal ganz langsam. Also weißt du den Weg hinter uns, dann kannst du ja ein bisschen mal kreuzen. Ja, ja. Oh, problemlos. Ganz problemlos. Oh, das macht Fun. Das ist nur ein Hügel irgendwo, da muss man mal ein bisschen höher ziehen kurz. Ja, und dann auf die andere Kreuzung auf den anderen Weg drauf. Sehr cool. Lass mal gleich mal folgen, dann können wir den mal langsam abfliegen, wenn du Lust hast. Aber du redest von dem Weg hinter uns. Weg hinter uns, ganz, bis du zu der Kreuzung kommst und dann an der Kreuzung rechts. Also und an der Kreuzung hinter dem großen Baum. Ja. Und dann rechts ab. Und ach, und den runter bis unten in den Wald. Ja. Wirklich den Weg lang durch die Bäume durch. Ja, und dann ganz langsam einfach erstmal. Das ist gar nicht so eng, da ist eine etwas engere Stelle, aber auch die geht. Okay, am Anfang bin ich jetzt noch über die Bäume und jetzt bin ich unten am Weg. Ja, also das war ganz unproblematisch. Ich mache jetzt nochmal. Also man braucht keine 600 mm. Nee, ja. Also ich fühle mich jetzt auch vorsichtig so ein bisschen rumtasten. Ganz problemlos. Ich überlege mir wirklich, ob ich mir nicht einen kleineren Sender hole. Ich check nochmal den 500 mW von Aimway. Ja. Jetzt gehe ich nochmal hier runter. Das macht mich echt spannend. Auf welcher Höhe bist du jetzt ungefähr? Über dem Weg direkt. So, ich würde mal sagen, ja, einen halben Meter. Dann einfach den Weg folgen. Ja, mit Höhe meine ich jetzt nicht die Flughöhe, sondern wie weit du da schon bist. Ich bin jetzt komplett durch, ich bin jetzt auf dem Weg, den wir eben abgezogen haben. Okay. So, ich bin nämlich jetzt auch auf dem Weg, aber ich bin oben erst angefangen. Aha. Dann lass ihn durch. Muss man einfach mal ruhig abziehen. Der ist echt total easy und total macht aber Spaß. Ja. Wir rennen den kompletten Weg hier um das Teil rum. Solange da nicht plötzlich eine Person angelaufen kommt. Ja, deswegen erstmal so langsam. Ja. Gar kein Vergleich, also zu dem sportigen 600 mW, den ich jetzt gerade habe auf dem... Ja, wenn ich dieses Teil fliege, ne? Also ich werde es nicht machen, ne? Vorerst nicht. Da würde ich schon fast mein Mini 8 verkaufen, noch ein zweites bauen mit DVA dafür, also ich brauche die ganze HD-Kacke eigentlich nicht. Oder wird mir drei so keine kleine coole Quads kaufen, einen riesen Haufen an Lipos, ja. Und müsste dir nirgendwo mehr Sorgen drum machen, echt. Aber den Mini 8 behalte ich mir, also keine Sorge, den werde ich jetzt nicht, der fliegt mich auch echt wunderbar. Ich will mal so sagen, man hat ja schon so viel investiert, auch in Akkus und so weiter. Ja, klar. Wenn man den hier hätte, dann würde man jetzt vielleicht nicht sagen, ich hole mir noch den Mini Edge. Ne? Ja. Aber wenn man jetzt hat, man hat ja auch immer Verlust dann. Schön, das ist schön, den Weg. Ganz am Anfang ist es ja doch ein bisschen eng. Ja. Mit dem sehr grünen Baum da. Ja, aber danach geht es. Geht eigentlich problemlos. Und die Steuerung ist genial. Ne? Also der reagiert absolut auf jeden Input, also super. Weißt du, was ich meine, ne? Dass der wirklich so total wie auf Schienen fliegt, dieser Load. Ja. Ich krieg jetzt auch mal den Weg ab. Ich mal ein bisschen verinnerlichen. Wo bist du denn momentan? Ich fliege gerade diesen Weg runter. Den Sandweg oder jetzt wieder den kleinen Weg? Den Sandweg, ganz schön, also den neuen quasi. Okay. Mhm. Das macht mich echt Spaß.
Ich fülle jetzt nochmal ein bisschen den Heißluftfänger. Also so Spaß habe ich schon lange nicht mehr gehabt, echt. Ja, das Teil ist echt nett. So, das ist ähnlich wie das Aha-Erlebnis, als ich mein Mini-8 zum ersten Mal von dem Tisch geflogen bin. Ja. Gut, wenn man das jetzt extrapoliert, dann sind wir bald bei Koptern. Ja, dann ist natürlich auch irgendwann die Frage, wie kleiner muss es noch? Klar, für innen, aber kannst du ja auch genau. So, keine Ahnung, hapseln oder so. Ja, und dann hast du hier aber keine Chance mehr bei Wind. Nee, deswegen. Ja. Und das hier ist ja eigentlich noch ein Powerbeast, der hat ja richtig Power, ja, ne? Ja. Wenn ich das in diesem schwächlichen kleinen Kort hast. Der läuft hier vorne. Ist denn den Weg wieder lang? Ja, ich wollte jetzt den Weg nochmal abfliegen. Dann machen wir das genau hinsehen. Den niedrig hier halten. Genau. Dann irgendwann im ersten Stück. Ja, hier ist es ein bisschen. Genau. War total problemlos, wa? Ja, ich hab dich noch. Sehr cool. Und unten dann komplett den Weg nochmal hoch, ja? Ja. Nee, wobei. Hast du mir eben schon mal gesagt, ich will es mal machen. Okay, schade, aber... Können wir gleich nochmal machen, wenn du willst. Ja, das kann man sehen. Die Dame wird schon recht haben. Oh ja, er fliegt ja auch. Ich habe noch 10,79. Aha. Obwohl, 0,1 kann ich wahrscheinlich abziehen. Eine saubere Landung, ist das A und O. Ich bin direkt in deinem Landeanflug bin ich noch über dich drüber. Sehr cool. So, du musst dich schön drauf haben. Am besten, wir werden alles irgendwie hochladen. Das denken wir uns mal aus, wie wir das am besten machen. Du hast nicht zufälligerweise einen USB-Stick dabei? Nee, den habe ich natürlich nicht. Weil ich habe ja den Laptop, dann könnten wir es direkt kopieren. Mhm. Werde ich mir für zukünftig jetzt dann mitnehmen. Ja, na gut, ich habe nicht immer den Laptop dabei, den habe ich heute dabei. Ja. Weil ich dachte, Mensch, die Scheißwerte von dem Fred, die muss man bestimmt noch... Ja, kann ich gut nachvollziehen. Der fliegt so geil. Hammer, ne? Das ist echt der Hammer. Also ohne Scheiß. Warst du das oder ich? Ich hab nichts gemacht. Was liegt denn da? Das ist deine Fat Shark. Ja. Die ist der Lipo, Lampe von deiner Fat Shark. Den Ford habe ich auch bei mir. Muss gleich bei dem anderen anschließen. Der geht jetzt nicht direkt aus, also. Wusste ich gar nicht, dass die das hat. Ja, weil so weit kommt man ja in den meisten Fällen nicht, aber. Ja, beziehungsweise weil ja die Platine im Eimer war. Ich habe die ja vor kurzem das ausprobiert, ne? Das wird die gleiche Platine sein.